Freunde, dernach herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Fotomove. Und eigentlich, die Wahrheit ist, es gibt für einen Dienstag echt wenig zu berichten. Oder sind wir ehrlich, gar nichts großartig zu berichten. Deswegen habe ich gedacht, heute drehen wir den Spieß mal rum und ich frage euch, was ihr denn glaubt, wie sich die Zukunft der Fotografie so entwickeln wird. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon mal vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gefragt, aber die Zeiten haben sich ja A, wieder geändert. Und B, bleibt die Frage natürlich auch brennend spannend. Und wie bin ich heute darauf gekommen? Relativ einfach, wieder durch ein Stefan Wiesner-Video, das ich irgendwann jetzt die letzten Tage geschaut habe. Und ich wollte es nur nicht schon wieder in den Titel schreiben, damit nicht alle sagen, ach, der saugt da irgendwie nur Macht von Stefans Kanal. Nein, da wird heute mal nichts gesaugt. Aber er hat so relativ beiläufig, und ich könnte schon wieder widersprechen, beiläufig ein sogenanntes Lichtfeldobjektiv vorgestellt. Und dieses Lichtfeldobjektiv, das kann ich euch hier mal so ein bisschen zeigen. Da gibt es bei Golem ein Video, das Video abspielen, da bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen vorsichtig mit, denn da scheint eine Menge Urheberrecht drauf zu stecken. Deswegen zeige ich euch nur mal so ein paar Ausschnitte und verlinke das Video unter meinem Video. Und ihr seht da so ein bisschen, so ein Lichtfeldobjektiv nimmt halt auf wundersame Weise, ich bin kein Physiker, durch eine Spaltung der Lichtstrahlen verschiedene Perspektiven des Motivs auf, so ein bisschen wie wir das auch aus der klassischen 3D-Fotografie kennen, und kann halt das Motiv, naja, wie der LiDAR-Sensor in so einem iPhone eben, quasi abscannen. So, und das führt halt dazu, dass man im Nachhinein halt die Schärfeebene verstellen kann, dreidimensionale Ansichten zaubern, also dem Motiv im Prinzip nochmal im Nachhinein das mitgeben, was wir ja in der Fotografie eigentlich ganz am Anfang normalerweise tun, indem wir eine Menge überlegen, und wenn wir es falsch gemacht haben, dann haben wir halt Pech. Ich begegne, warum geht denn hier diese Badewanne nie weg? Was kommen denn hier noch für Bildchen? Ah, hier nochmal so ein Schema. Ich begegne der Lichtfeldfotografie jetzt nicht das allererste Mal. Es gab schon mal auf der Fotokina die Vorstellung einer kleinen Kamera, die das konnte. Das, was jetzt neu ist, es handelt sich bei dem, was ich euch gezeigt habe, um ein Objektiv, das man an vorhandene Kamerasysteme anschließen kann. Und damit, das ist wohl sehr, sehr teuer, aber damit ist natürlich das Ganze schon etwas flexibler, und wer halt sich in diesem Bereich austoben möchte und das notwendige Kleingeld hat, der kann das tun. So, damals, ich glaube, damals habe ich auch das erste Mal euch gefragt, was ihr denn von der Zukunft der Fotografie haltet. Dadurch wurde mir wieder so bewusst, und dadurch, dass Stefan das auch alles wieder sinnlos fand, dass es so wenig neue Innovationen gibt in der Fotografie. Also schauen wir uns doch diese ganzen neuen Kameras an, die in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind. Ja, habe ich schon tausendmal gesagt, jetzt sind eben die Canons und die Nikons auch spiegellos. Hurra für alle, die lange drauf gewartet haben. Sony ist jetzt nicht mehr allein im Markt. Ja, hurra. Jetzt können wir darauf warten und uns darauf einrichten, dass in den nächsten Jahren da wieder mehr Konkurrenz entsteht. Juhu. So, aber dann gucke ich mir die neuen Kameras an, so wie die R3. Ist ja ganz hervorragende Canon, die da jetzt am Markt ist. Und schon allein, wie sie ausschaut. Ja, ist jetzt so ein bisschen spacige Belederung dran. Aber es ist eine Kamera. Immer noch der gleichen Idee folgend, wie Kameras schon seit Erfindung der Spiegelreflexkamera. Ein Stück weit der gleichen Idee folgend, wie seit der Erfindung der Kleinbildkamera. Eine Kamera, die man so in die Hand nimmt und irgendwie
irgendwie so auslöst und irgendwie in der Mitte entweder durchschaut oder mittlerweile hinten auf den Monitor. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist, nun gut, jetzt kann man sagen, Auto hat auch immer vier Reifen. So, und was soll man da jetzt irgendwie dran ändern? Naja, es gibt schon auch Autos mit drei Reifen und es gibt Fahrräder und es gibt Motorräder. Und da passieren eben im Moment auch ganz entscheidende Dinge, wie selbstfahrende Fahrzeuge. Und ja, bei der Fotografie warte ich da so ein bisschen drauf. Und wenn dann mal sowas Neues am Markt auftaucht, wie jetzt eben die Lichtfeldfotografie, neu in Anführungsstrichen, dann ja, fragen sich auch alle, was sollen wir damit? Jetzt kann natürlich sein, dass ich da in meinem Innovationshunger auch einfach gewaltig falsch denke. Und es einfach so ist, dass die Fotografie jetzt eben ausgereift ist wie, was weiß ich, das Geigenbauhandwerk. So, dass man eben die nächsten 100 Jahre Geigen, wenn man sie denn von Hand schnitzt, mit dem gleichen Werkzeug schnitzt und hinten kommt eine Geige dabei raus. Wobei ich jetzt wahrscheinlich den modernen Geigenbau völlig unterschätze. Aber auch da wisst ihr hoffentlich, was ich damit meine. Vielleicht war es das. Vielleicht war es das. Ein kleines Fragezeichen mache ich dran, wenn ich mir dieses Gerät hier anschaue. Und ja, ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Und nein, nicht, weil ich bei YouTube so viel Geld verdiene, sondern weil ich mir so auch einfach mal verdient habe. Ich habe mir tatsächlich mal so ein neues iPhone hier gegönnt. Und um Himmels Willen, gönnt euch irgendwelche Samsungs oder so. Kein Markenstreit jetzt hier. Aber das ist schon das Gute und das hat jetzt drei eingebaute Objektive und ja, eben die entsprechende Software. Und Junge, 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 da frage ich mich eben, weil man ja auch in unseren Kreisen, die sich so für Fotografie interessieren, immer noch so häufig gesagt bekommt, ach, mit dem Handy fotografieren. Ha! Also, ob das nicht einfach mittlerweile so ein Altmännergedanke ist. Denn wenn ich mir anschaue, was da rauskommt, auch unter ungünstigen Verhältnissen, schlechte Lichtverhältnisse, sag ich mal, da muss ich aber mich mit einer, egal wie guten, neuen, teuren Ausrüstung schon ganz schön strecken, um das zu erreichen. Da muss ich schon technisch sehr fit sein und dann muss die auch schon sehr gut sein. Und dazu, diese drei Optiken decken tatsächlich mittlerweile fast alles ab, was ich so brauche. Ich sag mal, passt nicht ganz, aber das Äquivalent ein sehr starkes Weitwinkel, sowas wie 24 mm, da ist was Normales, da ist sogar mittlerweile ein relativ gutes Tele, vielleicht so wie 80 mm oder 90. Genaue Umrechnungen habe ich da nicht. Das geht alles nahtlos, das geht vollautomatisch, aber auch manuell, wenn man möchte. Ja, und das, was eben herausragend anders ist an dieser Technik, sorry Leute, ich muss es einfach sagen, es ist eben nahtlos in das digitale Leben integriert. Und jetzt können wir alle sagen, ja, wir sind ja gar nicht so digital. Also es gibt ein paar Exoten unter uns, die das nicht sind. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, die bis heute noch ein Knochentelefon oder ein Klapphandy haben. Alles supi. Aber das ist eine aussterbende Art. Und ja, das ist halt komplett eingebettet. Ich mache da mit Fotos, ich kann diese Fotos auf dem Gerät in sehr großer Geschwindigkeit mit Photoshop, mit Lightroom, mit allem, was ich auch am Computer besitze und auch nahtlos, nahtlos im Übergang. Kann das da bearbeiten, habe die gleichen Effekte, kann das speichern auf dem Handy, aber mittlerweile eben auch in der Cloud und für alles, was ich brauche. Und da ist jetzt eben nicht nur hier das von euch ja zum Teil so verhasste Instagram gemeint. Ich kann da Abzüge bestellen, ich kann da große Prints von machen lassen. Ich kann letzten Endes alles über diese kleine Kiste hier abdecken. Und das erste Mal in meinem Leben kommt mir dann auch so die Frage, ob es außer
sagen wir mal, nostalgischen Gründen oder dem Gefühl, eine Kamera fasst sich eben noch anders an oder hat eben durch verschiedene Objektive nochmal plus 10% mehr Möglichkeiten. Okay, alles dahingestellt. Aber ob das jetzt so der Trumpf ist, der die Fotografie ja lange noch tragen wird im Amateurbereich, da bin ich mir nicht sicher. Ihr macht ja auch alle nicht so viel Film, aber Film ist hiermit eben auch eine große Sache. So, und natürlich, ja, also ganz dahingestellt, das Ding hier ist, sorry, dass ich sage, schon noch relativ teuer. Und das kann natürlich jetzt ein kleines, preiswertes Handy alles nicht so gut. Aber da geht natürlich der Weg lang. Und den sehe ich nach wie vor, trotz Wi-Fi und trotz, was weiß ich nicht, was heute so eingebaut wird, GPS in die Kameras, sehe ich nicht. Noch nicht mal sowas wie der hier ja eingebaute LiDAR-Sensor, der ja diesem Lichtfeldobjektiv relativ nahe kommt. Das kennen wir ja durch diese Gesichtserkennung auf der einen Seite. Das ist noch kein LiDAR-Sensor, aber ein echter LiDAR-Sensor auf der anderen Seite. Da fließen jedes Jahr, alleine weil die Hersteller es ja irgendwie müssen, um sich abzuheben, fließen da die neuesten, coolsten Innovationen rein. Und das Ganze ist dann verbunden. Ich habe eben das Auto als Vergleich genommen, was weiß ich, mit dem Tesla, den man fährt, mit den neuen E-Mobilen, E-Mobilität. Ich kann damit bezahlen und jetzt will ich nicht über Handys hier reden, aber die Fotografie ist halt nahtlos in diesen Strom integriert. So, und dann nochmal, jetzt komme ich nochmal zurück, dann schaue ich mir die Kameras von heute an, wir streiten da über Megapixel und Auflösung und sonst irgendwas, aber wo sind da jetzt wirklich mal die Innovationen? Wo sind wirklich die neuen Dinge, die ich damit machen kann? Oder Hybrid, wo wäre die Schnittstelle vielleicht? Und ja, lange Rede, wie üblich, kurzer Sinn. Sagt ihr mir doch mal eure Meinung dazu. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr das, was ich sage, gerne offen sagen, für totalen Blödsinn haltet und sagt, Fotografie bleibt Fotografie, so sehen die Kameras nun mal aus. Oder ja, hier diese neuen Errungenschaften, die sind es nun mal dann in Zukunft. Oder habt ihr noch andere Dinge, von denen ihr sagt, da ist Innovation möglich und da ist tatsächlich nochmal ein technischer Sprung möglich, den ich vielleicht schlicht übersehen habe in der Vorweihnachtszeit. Sei mir das gestattet. Okay, ihr Lieben, dann, ihr habt jetzt eine Aufgabe, ihr schreibt schon und denkt dran, Photomove Shitty Digital Camera Challenge 2021 läuft gerade bei Instagram. Entsprechende Video packe ich euch gleich in den Abspann. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall baldigst wieder, spätestens nächsten Dienstag. Und kommt auch mal im Chat am Freitag vorbei, wenn er ist. Alles klar, macht's gut, tschüss.